Oh, was bist du denn gewesen? Blutige Axt. Und die ist schnell genug verschwunden, dass ich sie nicht anklicken konnte. Das Overlay lesen. Oh, das könnte das Dingens gewesen sein von der Armbrust. Mit einer 10%igen Chance, dass am Ende der Runde 50% des Schadens, der verursacht wurde, als Blutung nochmal verursacht wird. Oder so ähnlich. So, jetzt will ich mir das hier angucken. Naja. Kann man nichts angucken. Sehr kurios. Nacht bricht herein. Und da wären wir schon wieder beim Leuchtturm. Ich will aber gar nicht zum Leuchtturm. Ich wollte eigentlich nur gucken, was mit diesem Kristall auf sich hat. Sind wir da jetzt schon dran vorbei? Oder sind wir da drin? Oh. Spinne? Fragezeichen? Nee. Miliz. Rückwärts. Rückwärts. Oh, warte mal. Vorwärts. Dich prügeln wir nieder. Geht ein Ticken schneller. Zoink. 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 Aha. Genau. Ist hier das Versteck? Das ist langsam ganz schön weit weg von der Stadt. Normalerweise sind Banditen immer relativ nah, damit sie einen guten Zugriff haben. Aber hier im Dickicht wäre echt ein gutes Versteck, ja. Kann man nicht anders sagen. Da war wieder die Blutgeschichte. Sind auf jeden Fall genug auch hier. Um das Ganze zu rechtfertigen, dass hier ein Lager sein könnte. Und da kommt schon mal keiner, ne? Okay, ein normaler. Was steht da rechts von uns? Komm, lass mich drehen. Ist auch ein normaler, aber ich kann ihn nicht wirklich gut anwählen. So, du. Auf. Ah! Tyrix' Waffe ist defekt. Genau, I kill you. Du abwehren, du abwehren. Und du kannst es komischerweise angreifen. Das finde ich jetzt nicht so wirklich schön. Achso, du stehst eigentlich da, du bist da falsch angezeigt. Ja, okay. So. Ein Eisenhelm. Oh, warte mal. Also erstmal du das dagegen tauschen. Und Eisenhelm anziehen. Und das kann später verkauft werden. Noch mehr. Wir haben echt alle Hände voll zu tun, allein schon schrittweise voranzukommen auf der Karte. Ich weiß nicht, wie viel davon im endgültigen Spiel noch bleibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein bisschen was gestrichen wird. Damit es den etwas ungeduldigeren Spielern nicht zu zäh vorkommt. Und heutzutage gibt es ja doch ein paar ungeduldige Spieler. Talana sieht nicht gut aus. Komm schon, komm schon, komm schon, kaputt. Sehr gut. Schlafen. Zwei Blips auf der Karte. Au. Schießen, schießen, schießen. Feuerball. Ja, da hinten ist definitiv ein Gebäude. So, die Frage, ob das jetzt das Banditenlager ist oder ein extra Dungeon, wie wir ja schon mal hatten. Beides wäre mir eigentlich fast schon gleich recht. Allein um zu gucken, ob diese Zufalls-Extra-Dungeons noch etwas extravaganter werden oder nicht. Aber wir hatten jetzt schon zweimal die Zyklopenhöhle. Das fand ich ein wenig komisch, muss ich ehrlich sagen. Wobei man sagen muss, sie waren nicht identisch. Also die Schatztruhen waren an anderen Stellen. Aber es war halt nicht so groß, dass da wirklich viel Unterschied sichtbar ist. Oh, eine Falle. Das war definitiv eine Falle. Weil die war vorher nicht hinter uns. Die hier. Gut.
Oh. Au. Au. Da hast du schon deine Axt wieder und dann sowas. Komm, decken dir. Au. So, wieder Zielwechsel auf den. Hauen. Hauen. Oh, warte mal, vielleicht können sie ja die ersten Schläge einfacher blockieren. Das heißt, sollte eigentlich mit Talana anfangen einzugreifen. Und damit den harten Geschützen. Oder das ist einfach nur absoluter Zufall und ich mache mir da auch nicht den Kopf. Das könnte natürlich auch sein. Oh. Hau, 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 hau. Oh, ein Heiltrank, sehr schön. Aber jetzt sage mir, wenn meine Ahnung korrekt ist, ist das hier der Unterschlupf der Banditen, die auf der Straße nach Katal ihr Unwesen treiben. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die ganze Bande auszuschalten, was zur Hölle? Und den Gegenstand wieder zu beschaffen, den ich suche. Wonach suchen wir eigentlich genau? Es ist ein Buch, mehr weiß ich eigentlich nicht. Nur, dass der Einhornherzog es wiederhaben wollte. Ach, Herzog ist Duchess, Duchy. Ja. Also dieser Adelstitel, den ich letztens nicht übersetzen konnte ordentlich. Verzeiht, wenn ich euch darüber im Unklaren gelassen habe. Normalerweise träumen Abenteurer nur von Gold und Reichtümern. Wenn man ihnen also vorschlägt, ein Buch zu suchen, lachen sie nur und wenden sich ab. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ihr vertrauenswürdig seid. Wer sagt, dass es nicht genau bei uns der Fall ist? Ich hätte da gerne andere Antwortmöglichkeiten, um meine Charaktere so zu spielen, wie ich sie gerne spielen wollen würde. Spielen will. Ah, und ja, es ist definitiv das Diebeslager. Sonst hätte sie gar nicht erst angefangen zu reden. Und wir haben auch dieses Vor-Ding wieder. Reingucken. Ja, dafür sind wir hier. Unter anderem. Das heißt, da wo die Banshees waren, da ist dann nochmal was anderes. Räuberhöhle. Und sofort angegriffen. Räuberhöhle Stufe 1. Es gibt mehrere Etagen. Das ist auch schon mal sehr gut. Wenn es jetzt noch Rätsel gibt, über mehrere Etagen laufen würden, dann wäre ich vollends zufrieden. Oh. Wache. Tür öffnen? Nein. Ich will mich erstmal umgucken. Auch wenn ich es ein wenig schade finde, dass man durch die Türen durchgucken kann, wo Gegner sind. Ich hoffe mal, das wird vor dem Release von der offiziellen Version auch noch geändert. Oh ja, da sind jetzt zwei drin, die will ich jetzt nicht töten. Ich will lieber ein einfaches Ziel und mach die Tür nicht auf, weil sie abgeschlossen ist. Mach die Tür auf. Kuckuck. Bist alleine. Wir hauen dich jetzt zu Klump. Oder du bringst Ogrum um, wenn das schlecht läuft. Nee. Schlafen. Das hätten sie auch ändern können. Warte mal, war das eben auch schon gelb? Ihr spürt das Feind in der Nähe da müssen. Warum konnten wir dann schlafen? Eigentlich sollte es so sein, dass man nur schlafen kann, wenn keine Feinde in der Nähe sind. Und eigentlich mal ernsthaft, man sollte auch nicht schlafen können, wenn man im feindlichen Dungeon ist. Das macht man zwar bei fast jedem Spiel, aber ist ein bisschen unlogisch. Nö. Jetzt haben wir volle Lebenspunkte, volle Mana. Jetzt können wir auch die Kiste auch machen, nur für den Fall, dass es eine Falle ist. Schlüssel für die Räuberhöhle. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier hin zu dem anderen Einzelnen. Oh, du bist doch nicht einzeln. So. So. Du Schwatten. Hauen. Hauen. Rennen. Hauen, 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 rennen. So, Platz da. Sieht schon mal alles sehr symmetrisch aus. Also Kartenaufbau. Außer der Raum, der sticht da ein bisschen heraus.
Au. Komische Lichtstrahlen. Und ein Milizionär. Zoing. Zoing. Aha. So. Aber doch schon ziemlich groß. Jedenfalls größer als die anderen Sachen bisher, außer die Spinnhülle. Die Spinnhülle war auch ganz schön groß. Aber wenn er jetzt gesagt hat, Stufe 1, dann wird mindestens noch so eine große Etage oben drauf sein. Oder unten drunter. Das hier scheint aber einfach nur Wohnparzellen zu sein. Ich guck mal ganz kurz nach hier oben. Ach, deswegen gab es diese Lichter. Hier ist ein Secret. Hier scheint ein Zauber einen Gang zu verbergen. Wer möchte versuchen, ihn aufzuheben? Du. Talana hat es geschafft. Das ist doch mal schön. Also ich glaube, ich hatte ganz am Anfang gemeckert, in Anführungszeichen, dass Perception zum Beispiel nicht mehr so wichtig ist und allgemein Secrets finden nicht so wirklich vorhanden. Aber anscheinend ist dem doch so. Ich weiß jetzt nur nicht, wann man dieses Flackern sieht. Also wenn wir jetzt eine Gruppe hätten, nur aus Ork-Barbaren, hätten wir das Flackern dann trotzdem gesehen. Und wenn ja, hätten wir es aber nicht öffnen können, weil wir keinen Magier haben. Hm, okay. Legionärsandalen. Alles plündern. Nur halt schade, dass es eingezeichnet war, ne? Genau wie hier. Zing. Oh. Du öffnest die Tür da hinten. Ja gut, bleibt da hinten, wir regeln das so. Es geht schneller als ranlaufen. Nee, oder auch nicht. Komm schon. Jo, danke. Wie sieht's mit dem Essen aus? Einmal können wir noch schlafen. Ja, komm. Nichts riskieren, wir wollen nicht deswegen in die Stadt zurücklaufen müssen, dass sie jetzt umkippt. Und hui, eine Bücherei. Nee. Nee, das sind keine Bücher, das sind Kisten. Okay. Schattenumhang. Nächste Runde können wir nicht getroffen werden. Mhm. Feuriger Stammesspalter. Das wird sich doch gleich wieder unter den Nagel krallen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt eine ordentliche Zweihandwaffe, die auch Feuerschaden extra macht, genauso wie Terix Axt ja auch. Und wir haben dafür eine Backup-Waffe. Sauber, sauber. Noch irgendwas hier? Sieht ein wenig beunruhigend aus. Entweder das oder wir haben ein Feuerschild. Und ein niesender Bandit hier ist in der Nähe. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel zu diesem Schloss. Wir haben einen Schlüssel. Das wäre auch mal wieder eine Frage. Wir haben jetzt hier einmal einen Schlüssel gefunden. Hätten wir damit jede beliebige Tür öffnen können? Oder war die nur für die eine Tür da hinten? Weiß ich nicht. Ja. Trick. Wir wollten bei ihm irgendwas erhöhen. Ich weiß noch nicht mehr was. Also bei den beiden wollten wir Vitalität erhöhen, damit sie nicht ganz so schnell umkippen. Bei Trick hatte ich mir, glaube ich, überlegt, Geist für mehr spotten, aber Vitalität hat er mehr als genug. Wahrnehmung dann wahrscheinlich, ja. Damit er öfters trifft. Ja komm, ein Wahrnehmung. Rest auf Macht. Okay. Und er und die anderen werden nach und nach auch ihre Stufenanstiege bekommen. Ich denke mal ein, zwei Kämpfe noch und dann haben das alle, außer vielleicht Talana. Die hat ja doch ein bisschen was verpasst. Oh, warum auch? Ja, die Mädels halt, ne? Die waren zu häufig außer Gefecht. Hm, warte mal. Kann man hier irgendwas anklicken von den Waffenständern? Schade. Sowas macht auch viel aus.
Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Also, natürlich gibt es schlimmere Sachen, aber ich finde es nicht so toll, wenn ich zum Beispiel in einen Raum reinkomme und man sieht überall Schätze auf dem Boden. Oder in den Wänden und was weiß ich. Und dann steht da irgendwo eine Truhe. Da kann auch meinetwegen viel Gold drin sein. Aber dann ist immer noch der ganze Raum voller Goldmünzen. Oder noch schlimmer, man hat einen ganzen Raum voller Goldmünzen. Dann macht man die Truhe auf und man findet drin eine Handvoll Goldmünzen und ein paar Stiefel. Und das soll denn alles repräsentieren, was, ne, an Grafik gezeigt wurde. Das finde ich auch albern. So, du bewachst die Truhe. Zing, zing, zing. Dann gucken wir nochmal. Gold. Ja. Oh, können wir nicht irgendwie? Nein, können wir nicht. Haben wir keine Spitzhacke für und man konnte auch nicht damit interagieren. Aber ja, soweit interessant. Wir haben jetzt nur ein Problem. Die Tür ist nämlich abgeschlossen. Die Tür auch. Die Tür weiß ich gar nicht. Vielleicht ist denn da noch ein neuer Schlüssel drin für die oder die Tür. Gut, erstmal speichern wir ab. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir hier in der Diebeshöhle weiterkommen. Also dann, bis gleich.